Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Henneke. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei A Plague Tale Requiem. Wir sind hier am Hafen bei den Docks. Und naja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie zum Tor kommen. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Ein Messer. Ja. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Ah. Wir brauchen das hier, ne? Wollen wir es mal mit Stein probieren? Okay. Das auch mit der Hand werfen? Ah, schwierig. Aber mit einem Tontopf könnte ich das doch machen, ne? Das war blöd. Das war echt blöd. Ihr kommt nicht ungeschoren davon! Na komm schon. So. Sie sind dahinter. Ganz sicher, werdet ihr bereuen. Ja, ja, red nicht. Hier durch. Ja. Sehr gut. Da mal hinterher. Okay, mehr Wachen. Gott, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Alter. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Okay, haben wir hier trotzdem noch irgendwo so ein Krügchen? Scheiße! Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Er steckt fest! Helft uns! Okay, wo ist er denn hin? Hier? Da ist er. Okay. Ja! Sie kommen! Anschieben, die Räder. Wir können nicht hierbleiben. Die Ratten kommen? Echt? Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte. Oh, fuck. Es ist zu spät. Sie nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Alter. 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 Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Alter. Huh. Ignifer. Ignifer, zack. Ich überlege. Das hätte ich nicht erwartet. Alter Schwede. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Schnell darüber und nachladen. Sehr cool. Gleich mal nachladen hier. So. Okay.
Da brauche ich. Ja, genau, komm her, los. Das Feuerbecken, es ist beweglich. Cool. Ja, das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hierbleiben ist der sichere Tod. Okay, dann hoch, los. Cool. Mal sehen, was drin ist. Hoffentlich nur feine Sachen. Mal sehen, was sich machen lässt. Achso, nee, warte mal. Erstmal das, 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 das. Alles mitnehmen. Und jetzt können wir mal dann gucken. Mal an die Arbeit. Jetzt mal an die Arbeit. So, lass mal schauen. Ringgürtel. Ich kann noch gar nichts machen, ne? Fähigkeiten. Habe ich denn irgendwas? Leichtfüßigkeit. Kann ich noch nichts machen. Schade. Naja, gut. Ist, wie es ist. So. Einmal wieder runter. Da ist noch ein Tontopf. Würde ich gerne mitnehmen. Kommst du? So. Vielen Dank. Weiter geht's, komm. Meister. Okay, dann müssen wir hier lang. Zack. Da ist eine Truhe, die nehme ich mit. Josephs Boot. Wir kommen näher. Vielen Dank. Okay, weiter. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ja. Aber da werden wir jetzt die kleinen Nagam ein bisschen beschäftigen. Bitteschön. Jetzt werden wir noch das Feuer löschen. So, ab dafür. Gehen wir hier durch. Come on. Okay, Doc. Oh, Alter, ist das widerlich. Dieser Geruch. Was ist denn hier? Verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Von innen abgeschlossen. Okay. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik! Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken! Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Ja, müssen wir. Geh mal hier lang. Aber hier ist wahrscheinlich auch nichts, weil es ist halt verschlossen, ne? Von innen verschlossen. So, wie kommen wir da jetzt hin? Gibt es hier irgendwo ein Messer? Freunde der Sonne?
gibt es hier ein Messer. Aber ich kann das aufschießen, das kann ich machen. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich Jawohl. Weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Was für eine Matschbrühe. So, los geht's. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ich meine, dass ich jetzt erstmal hier die Truhe plündere. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Dankeschön. Okay. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Okay, los geht's. Mach hin. Bin nice. Bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Es funktioniert. Geil. Ja. Okay, let's go. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Okay. Los! Yes! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Geil. Misch sie. Teer herstellen. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Schauen wir mal. Anzünden. Perfekt. Ja. Geil. Das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Okay, das ist aber schon hart geil gemacht, ne? Da kannst du ja nun wirklich gar nichts sagen. Okay, safe. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Okay, let's go. Ist unser Boot da vorn? Sei dir da nicht zu sicher. Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Okay, lass uns mal schauen, was es hier noch so gibt. Ein Messer wäre ja super. Ah, gucke, immer die Augen aufhalten. Mir nach. Okay, und jetzt? So, wo jetzt lang? Viel zu ruhig, das ist viel zu ruhig. Alter, da unten die ganzen Ratten. Okay. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner.
Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Machen wir. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Was? Bitte was? Witz jetzt oder was? Ach so. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Okay. Da brauche ich ja einfach die Schleuder und einen Stein. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Versuchen wir es nochmal. Kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut. Ach so. Okay, jetzt hab ich's raus. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Komm schon. Ich hoffe, dass der uns jetzt nicht irgendwie... So, jetzt aber, komm schon. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Warte. Ein Stück zurück. Nee, das war schon ganz gut. Das war schon ganz gut. War das richtig? Okay. Das ist zu weit! Der Alkohol läuft nicht rein! Oh Gott, ey. Okay. Da muss ich also schnell sein. Wahrscheinlich. Okay, warte mal. Kommt das jetzt wieder? Okay. Das ist Schwachsinn, was ich hier mache. Wie?
Okay, jetzt bin ich ein bisschen raus. Warte mal. Kann ich... Das ging viel zu schnell. Warte mal. Okay. Ich kann hier nichts ausrichten. Muss ich das so machen? Gar keinen Sinn. Ich glaube, das war ziemlich dämlich gerade. Hey, lass gut sein. Na gut. Schauen wir mal. Ah, nee, warte mal. Okay. Jetzt. Also dann. So, einmal aufhören. Jetzt kann ich das anzünden. Na bitte. Sehr geil. So, da kann ich hin. Jetzt muss ich das dritte Becken noch machen. Okay, let's go. Und fertig. Zünde es an, Amicia. Nice. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Amicia, ich steck fest. Oh nein. Das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun... Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. So, komm jetzt, wir mach hin. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's geschafft. Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Ah, okay, warte mal. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen?
Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr! Ihr seid geflohen! Du könntest ihn blenden, Amicia. Da! Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Okay, hier lang. Schnell, schnell. Okay, da ist das Boot. Er hat selber Schuld. Ich kann es nicht ändern. Haben wir hier da. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Merkt man gar nicht. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, das soll für heute reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.